Servus Leute, heute schlummerndes Eifarmen in Elden Ring. Es ist ganz easy. Wir müssen zum Süden des Aussichtturms Side of Grace auf der Halbinsel der Tränen. Und von da aus müssen wir einfach nur mit unserem Pferd oder auch zu Fuß Richtung Nordwesten. Und zwar bis zu dieser Ruine da vorne. Und das war es im Großen und Ganzen schon, weil bei dieser Ruine finden wir eine Eule. Wenn man die wegklatscht, droppt die jedes Mal ein schlummerndes Ei. Ich habe im Hintergrund das Material noch laufen. Ich beschleunige es ein bisschen, damit ihr sehen könnt. Ich mache das noch zwei, dreimal. Sie droppt jedes Mal ein schlummerndes Ei. Es ist momentan die schnellste Methode, weil wie gesagt, aufs Pferd geradeaus ein Pfeil schießen, das Vieh ist weg, Ei looten, zurück teleportieren, hinreiten, rinse and repeat. Schneller geht nicht. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Guide ist hilfreich für euch. Liken, kommentieren, Abo dalassen, würde mich freuen. Die Glocke drücken, dann kriegt ihr mit, wenn der nächste Guide kommt. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag. Man sieht sich im nächsten Video. Ciao, ciao.